Sehr geehrte DemokratInnen, liebe engagierte Menschen gegen Rassismus, liebe Freundinnen und Freunde, es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, Sie alle herzlich zum heutigen Auftakt der Internationalen Wochen gegen Rassismus begrüßen zu dürfen. Leider können wir nicht persönlich in Bonn zusammenkommen. Stattdessen treffen wir uns digital, mit viel Abstand, aber mit unseren Herzen doch eng beieinander. In diesen besonderen, oft angespannten, ja aggressiven Zeiten ist antirassistische Arbeit wichtiger denn je. Denn die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas, das die Probleme, die es schon vorher in unserer Gesellschaft gab, deutlicher hervortreten lässt. Solidarität muss ganz neu bestimmt werden. So paradox es in Zeiten der Distanz klingt, wir brauchen Zusammenhalt gerade jetzt. Immer wieder zu ringen zwischen dem Schutz der Gesundheit und dem Schutz der BürgerInnen und Freiheitsrechte, das ist unsere Aufgabe. Spaltungen in unserer Gesellschaft zu überwinden, die sich jeden Tag verschärfen. Die Bildungsarmut von sozial benachteiligten Kindern, von Frauen, die die Hauptlasten tragen, von älteren, aber auch von jungen Menschen, die Einsamkeit krank macht. Das ist unsere Aufgabe. Aber wie ein Brandbeschleuniger hat Corona auch den Rassismus in unserer Gesellschaft verstärkt. Asiatisch gelesene Menschen wurden unter Generalverdacht gestellt. Türkische und arabische Hochzeiten zu Hotspots erklärt, Wohnhäusern von Sintize und Romnia weiträumig abgeriegelt. Und mit der Corona-Pandemie greift auch die Pandemie Nationalismus um sich. Dabei wird doch gerade jetzt besonders deutlich, wir leben auf einem gemeinsamen Planeten. Wir sind miteinander verbunden. Wir brauchen uns gegenseitig und wir müssen füreinander einstehen. Es muss das gelten, was auch die Internationalen Wochen gegen Rassismus als ihr Motto in diesem Jahr ausrufen. Solidarität grenzenlos. Es zerreißt mir immer noch das Herz, wenn ich an die Begegnung mit dem Vater eines der ermordeten Jugendlichen in Hanau zurückdenke, der mir mit Tränen in der Stimme sagte, mein Junge war doch kein Fremder. Er ist in Hanau geboren und aufgewachsen. Er wollte frei von Gewalt und Ausgrenzung in unserem Land leben, das auch sein Land, auch sein Zuhause war. Und es ist so richtig, wenn der Vater fordert, hört doch endlich auf, von Fremdenfeindlichkeit zu reden. Nein, es ist nicht Fremdenfeindlichkeit, wie sein Sohn auf so schreckliche Art am 19. Februar 2020 mit seinem Leben bezahlen musste. Es war der mörderische Rassismus eines rechtsextremen Täters. Und dieser hasserfüllte Mord war kein Einzelfall. Rechtsextreme Gewalt ist Realität in Deutschland. Gewalt, die so oft tödlich endet. Rassismus ist Realität in Deutschland. Rassismus, der Menschen täglich verletzt, ausgrenzt, ihrer Würde beraubt. Das zeigt, unsere Demokratie, sie ist nicht immun. Sie muss jeden Tag aufs Neue verteidigt, verstärkt und ausgebaut werden. Und dazu gehört, Rassismus klar beim Namen zu nennen, der Unmenschlichkeit entgegenzutreten und ihr gemeinsam und mit aller Kraft die Stirn zu bieten, wenn Menschenfeinde und Rechtsstaatsverächter unsere Demokratie angreifen. Ihr Terror, ihr Hass, die von ihnen heraufbeschwörte Ungleichwertigkeit und die entgrenzte Sprache trifft aber nicht alle gleich. Ihr Terror richtet sich gezielt gegen Jüdinnen und Juden, gegen Musliminnen und Muslime, gegen Sinti und Roma, gegen schwarze Menschen und People of Color, gegen LGBTIQ und Sternchen,
gegen Obdachlose und Behinderte. Sie bedrohen Menschen mit Migrationsgeschichte und Geflüchtete. Ich sage, wer diese Menschen angreift, der greift auch mich an. Der greift das wir alle an. Wir lassen uns aber nicht spalten, weil wir viele sind, weil wir mehr sind und weil wir in einem Land leben wollen, wo sich Menschen wohl und sicher fühlen, wo kein Mensch Angst haben muss. Darum geht es doch in den Wochen gegen Rassismus, aber eigentlich an jedem Tag. Gesicht zu zeigen und die Stimme zu erheben. Gegen Rassismus und gegen Rechtsextremismus. Gegen Antiziganismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. Gegen Sexismus und Homophobie. Und dabei dürfen wir es uns aber nicht leicht machen, indem wir sagen, Rassismus sei nur bei den Rechtsextremisten anzusiedeln. Auch wenn die rechten Hetzer und StichwortgeberInnen ihn zusätzlich befördern. Rassismus ist kein Phänomen der Extreme, das nur von außen auf uns einwirkt. Rassismus gibt es in allen sozialen Schichten und gesellschaftlichen Lebenslagen. Er verletzt und diskriminiert tagtäglich Menschen, bildet den Nährboden für Hass, für Gewalt, für Mord. Nicht erst seit Hanau, nicht erst seit Halle, nicht erst seit dem NSU. Er zieht sich quer durch unser Land, durch unsere Geschichte, unsere Mitte und unseren Alltag. Auf den Spielplätzen und in Klassenzimmern, in den Personalabteilungen und bei der Wohnungssuche, auf der Straße und auch in den Parlamenten. Und deswegen müssen wir uns selber hinterfragen, uns selbstkritisch herausfordern und schon viel früher die Grenze ziehen, wenn der Rassismus im Alltag beißt, unsere Gesellschaft teilt und den Keil in unseren Zusammenhalt treibt. Denn nach dem Sagbaren kommt das Machbare. Dem Angriff auf die Menschlichkeit folgt der Angriff auf den Menschen. Und das bedeutet ebenso, innezuhalten für Einkehr, für Trost und Demut, damit wir gemeinsam und gestärkt füreinander einstehen. Um den Artikel 1 unseres Grundgesetzes, den vielleicht allerschönsten Satz, den es gibt, jeden Tag aufs Neue mit Leben zu erfüllen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jedes Menschen. Und diese Würde gemeinsam umso vehementer zu verteidigen, je lauter sie in Frage gestellt wird, das ist unsere Aufgabe. Ich danke allen denen, die diese wichtigen internationalen Wochen gegen Rassismus möglich machen und mitgestalten, in Monaten und Jahren harter Vorarbeit und Vernetzung. Und die in vielen Veranstaltungen und Aktionen deutschlandweit, von Rostock bis Lörrach, von Erfurt bis Bonn, von Dorsten über Halle bis nach Passau, in den nächsten Wochen zeigen, wie wir unsere Gesellschaft demokratisch gestalten und stärken und wie wir zusammenhalten gegen diejenigen, die bestimmen wollen, wer dazugehört und wer nicht. Allen voran danke ich von Herzen, stellvertretend für das gesamte Team, aber auch im ganz Besonderen Jürgen Miksch für seinen unentwegten Einsatz gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung, für Inklusion, Vielfalt, für Menschlichkeit, für den transkulturellen und interreligiösen Dialog. Jürgen Miksch ist für mich seit Jahrzehnten ein großes Vorbild, ein Brückenbauer, wo andere Mauern errichten. Und ich danke unserem Gastgeber der heutigen virtuellen Auftaktveranstaltung der Internationalen Wochen gegen Rassismus, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, den wir als unseren Hauptredner herzlich begrüßen dürfen. Den Wochen gegen Rassismus wünsche ich viel Kraft, viel Mut, viel Empathie für unsere vielfältige und offene Gesellschaft,
in der ein jeder dazugehört und gebraucht wird. Und eine jede auch. Bleiben Sie gesund und halten Sie, halten wir zusammen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Bundestagsvizepräsidentin Roth, sehr geehrter Herr Miksch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie schön wäre es gewesen, wenn wir uns heute alle persönlich in Bonn hätten treffen können. Wir wären Gastgeber in der UN-Stadt gewesen, die wie kaum eine andere für Internationalität und Weltoffenheit steht, der einzige Sitz der Vereinten Nationen in Deutschland. Corona macht das unmöglich. Aber Corona macht den Kampf gegen Rassismus nicht unmöglich und auch nicht weniger dringend. Im Gegenteil, Rassismus vermischt sich mit Corona-Demonstrationen und da müssen wir gegenhalten. Darum bereiten auch in diesem Jahr viele ehrenamtliche Helfer in der ganzen Bundesrepublik im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus Aktionen und Veranstaltungen vor. Etliche werden jetzt digital stattfinden, so wie diese Veranstaltung. Aber andere werden weiter auch analog oder hybrid sein. Zum Beispiel das zentrale Freitagsgebet in der Emir-Sultan-Moschee in Darmstadt für die bundesweit mehr als 1.700 Moscheegemeinden. Aber ob hybrid, digital oder analog, immer machen sie auf ein unverändert aktuelles Thema aufmerksam. Sie machen aufmerksam darauf, dass viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger auch heute noch Rassismus erleben müssen. Sie machen aufmerksam darauf, dass zu viele Menschen manifeste ausländerfeindliche Einstellungen haben. Laut der Leipziger Autoritarismusstudie aus dem Jahr 2020 sind es 16,5%. Auch mehr als 25 Jahre nach der ersten internationalen Woche gegen Rassismus bleibt darum dieses Engagement unbedingt notwendig. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für viele Länder in Europa und der Welt. Sie alle bekommen in ihrem Kampf gegen den Rassismus durch diese Initiative der Vereinten Nationen eine wichtige Unterstützung. Wie aktuell und brisant das Thema bei uns in Deutschland ist, das zeigt eine Reihe schrecklicher Taten leider allzu deutlich. Ich denke an das Attentat von Hanau im Februar vor einem Jahr 2020, das 9 Menschen das Leben kostete. Ich denke an die Anschlagsserie des NSU, den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlag zu Yom Kippur in Halle im Jahr 2019. Und ich denke ganz persönlich immer noch und häufig an den Brandanschlag von Solingen vor 28 Jahren, dem 5 Mitbürgerinnen und Mitbürger der Familie Gensch zum Opfer fielen. Diese entsetzliche Liste, die zudem längst nicht vollständig ist, zeigt, dass Hass und Gewalt nicht überwunden sind. Der Hass auf Menschen, die vermeintlich anders sind, wegen ihres Aussehens, wegen ihrer Sprache, wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Kultur, das alles ist es, was uns bis heute aufwühlt. Es sind Gewalttaten, in denen der Rassismus sein hässliches Gesicht am deutlichsten zeigt. Er zeigt sich aber auch im täglichen Leben. Er zeigt sich, wenn es um die Frage geht, wer die Wohnung oder den Ausbildungsplatz oder die Stelle bekommt und Menschen dann nur wegen ihrer Hautfarbe oder ihres Namens abgelehnt werden. Immer noch im Jahr 2021. Es zeigt sich, wenn Menschen, die anders aussehen, gefragt werden, wo kommst du wirklich her? Oder mit dem vermeintlichen Kompliment konfrontiert werden, du sprichst aber gut Deutsch. Nicht jeder, der so spricht oder fragt, ist gleich ein Rassist. Wir dürfen es uns mit dieser Zuschreibung nur nicht zu einfach machen. Oft steckt hinter solchen Fragen und Aussagen vielleicht auch nur Gedankenlosigkeit. Aber dennoch wird hier ein grundlegender Mechanismus sichtbar, für den wir sensibel sein müssen, der sich dann in solchen Gedanken manifestiert wie »Du siehst anders aus«,
Ich ordne dich einer Gruppe zu, dieses Wir- und Ihr-Denken. Du gehörst nicht zur Gesellschaft, das grenzt aus. Und häufig werden den Menschen auch noch Eigenschaften zugeschrieben, die ihnen Chancen rauben. Wer will sich so reduzieren lassen und sich immer wieder gefordert sehen, sich zu erklären? Ich denke, die Antwort ist klar, niemand. Wir müssen Rassismus und Ausgrenzung weiter in allen Formen entgegentreten. Dafür haben die Vereinten Nationen bereits 1966 den Internationalen Tag für die Beseitigung der Rassendiskriminierung ausgerufen und später die Aktionswochen gestartet. Seit Mitte der 90er Jahre hat dann der Interkulturelle Rat die Initiativen und Aktivitäten rund um den 21. März in Deutschland koordiniert. Damals hatte Deutschland eine aufgeheizte Phase erlebt. Anfang der 90er Jahre kamen viele Menschen auf der Flucht vor dem Krieg zu uns. Die Ablehnung hatte zugenommen und mit ihr der Hass. Da wurde von einer Asylantenschwemme oder von Überfremdung gesprochen und bei den Worten blieb es nicht. Hoyerswerda, Lichtenhagen, Mölln wurden zu traurigen Brennpunkten menschenverachtender Gewalt. Die Bilder sind Teil unseres kollektiven Gedächtnisses geworden. Und das zeigt zugleich, wie wichtig es ist, auf unsere Sprache zu achten. Denn die Worte laufen den Taten voraus. Darum dürfen wir die schlechten Worte nicht schweigend hinnehmen, wenn wir sie hören, wenn jemand sich abfällig über vermeintlich Fremde äußert oder rassistische Klischees verbreitet. Sehr geehrter Herr Miksch, sehr geehrte Damen und Herren, mit Ihrer Arbeit, Ihrem Engagement setzen Sie unüberhörbare und unübersehbare Zeichen. Zeichen der Solidarität und der Menschlichkeit. Sie beweisen, dass die Zivilgesellschaft sich wirksam gegen Hass und Gewalt stellen kann. Sie zeigen, dass man sich einem so tief verwurzelten Problem wie Rassismus gemeinsam entgegenstellen muss und auch kann. Und Sie haben mit Ihrer Stiftung gegen Rassismus eine Plattform geschaffen, damit Menschen sich über ihre Erfahrungen austauschen und Lösungsansätze entwickeln können. Das ist genau der richtige Weg. Denn wir müssen eine Gesellschaft werden, in der Menschen nicht zu Hassenden werden und nicht zur Gewalt greifen. Menschen werden ja nicht als Rassisten geboren. Es kommt vielmehr darauf an, den fatalen Weg in den Rassismus bei jeder und jedem Einzelnen möglichst früh zu stoppen. Unsere stärksten Mittel dazu sind Bildung, Aufklärung, moralische Orientierung. In den Elternhäusern, in den Schulen, in den Unternehmen, in der Verwaltung, an allen Orten, wo Menschen zusammenkommen und miteinander arbeiten. In der politischen Bildung, an möglichst vielen Orten müssen wir ein demokratisches, ein antirassistisches Bewusstsein fördern. Ich will kurz Beispiele aus Nordrhein-Westfalen nennen. Aber ich weiß, dass in allen deutschen Ländern ebenfalls intensive Anstrengungen unternommen werden, sozusagen die Quellen des Rassismus auszutrocknen. In Nordrhein-Westfalen tun wir das beispielsweise mit dem Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, das durch das Land gefördert wird. Ein anderes Beispiel ist die Arbeit der Antidiskriminierungsarbeit bei den Servicestellen der freien Wohnung, wir deutlich angehoben haben. Ich nenne auch das Aussteigerprogramm für Rechtsextreme, Spurwechsel, oder das Projekt Wegweiser für junge Muslime, die sich zum Salafismus und Dschihadismus hingezogen fühlen. Und ich nenne die Mevlüde-Gensch-Medaille, die ich vor 2 Jahren ins Leben gerufen habe, in Erinnerung an Mevlüde Gensch, die Mutter der Solinger Opfer, die versöhnend am Tag nach dem Anschlag ihre Hand ausgestreckt hat. Diese Mevlüde Gensch-Medaille würdigt Menschen, die sich in vorbildlicher Weise für Integration stark machen. Uns alle treibt seit über einem Jahr die Frage um, wie wir die Corona-Pandemie bewältigen können. Die Impfstoffe, die in Rekordzeit entwickelt wurden, werden uns wesentlich dabei helfen. Und wir alle kennen mittlerweile die Namen des Ehepaars Özlem Türeci und Uğur Şahin, die mit ihrer Firma BioNTech einen solch
hochwirksamen Impfstoff entwickelt haben. Urschein kam als Kind türkischer Gastarbeiter, der Vater Fortarbeiter, nach Köln. Er ging auf die Schule und er war das erste Kind mit einer Zuwanderungsgeschichte, das überhaupt auf das Gymnasium kam. Er hat gelernt, er hat Bildungschancen gehabt, er hat studiert und hat für die ganze Welt einen Impfstoff entwickelt. Das ist ein typisches Beispiel unserer Einwanderungsgesellschaft, ein Beispiel für Bereicherung. Und alle, die sich jetzt rassistisch äußern, gegenüber Kindern oder anderen, sollten daran denken, dieser Mensch könnte jemand sein, der, wenn er optimale Chancen in unserem Land hat, Chancen auf Aufstieg, Großes für unser Land leisten könnte. Und mit der Kampagne Ich, Du, Wir NRW haben wir solche Geschichten sichtbar gemacht. Auch das ist ein wirkungsvoller Weg, Vorurteile aufzuweichen. Erfolgsgeschichten von Menschen, auch die, die nicht so bekannt sind wie Uğur Şahin, die trotzdem ihren Dienst in unserer Gesellschaft leisten. Und wir mussten in den vergangenen Jahren oft schmerzhaft erkennen, dass rassistische und ausländerfeindliche Ressentiments auch in staatlichen Institutionen Anhänger gefunden haben. Besonders vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte ist dies inakzeptabel. Unsere Position ist darum glasklar. Für Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit gibt es in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland keinen Platz. Wir wissen zugleich, dass wir die interkulturelle Öffnung in unseren Behörden weiter vorantreiben müssen. Wenn fast 25-30% der Menschen eine Einwanderungsgeschichte haben, dann müssen die sich auch als Fachkräfte im öffentlichen Dienst wiederfinden, in den Parlamenten wiederfinden. Das ist längst nicht erreicht. Allen Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die diese Botschaft sehen, möchte ich deshalb Mut machen. Schauen Sie sich unsere Stellenangebote an. Melden Sie sich, bewerben Sie sich. Wir brauchen Ihre Kompetenz, um unser Land weiter voranzubringen. Wir brauchen Ihren Blick auf die Dinge. Das ist erst Diversität, Vielfalt. Wenn unsere Gesellschaft bunt ist, erst dann spiegelt sie die wahre Realität im Lande wider. Ich möchte Ihnen zum Schluss einen herzlichen Dank sagen für Ihr großes Engagement. Es ist großartig, dass Sie sich für eine solch immens wichtige Sache einsetzen. Und ich möchte besonders auch Ihnen, lieber Herr Miksch, für Ihre Arbeit in der Stiftung danken. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche UN-Wochen gegen Rassismus. Ihr Erfolg ist zugleich ein Erfolg für unser ganzes Land.
sich einzustellen. Ja, da sind Sie. Bleiben Sie. Hallo, einen schönen guten Abend oder späten Nachmittag. Vielen Dank erst einmal an das Romeo-Franz-Ensemble und danke natürlich auch an Ministerpräsident Armin Laschet. Mein Name ist Hadija Runa-Oelker und ich freue mich nun auf ein Gespräch, das zum Abschluss dieses Auftakts der Internationalen Wochen gegen Rassismus, das wir heute gemeinsam begehen werden. Wir hatten gerade eben noch ein bisschen technische Schwierigkeiten, deswegen jetzt sind alle da. Ich bin sehr glücklich, Punktlandung. Herr Laschet hat es gerade gesagt, sich gemeinsam entgegenstellen, weil es eine simple Wahrheit ist. Und wir haben es auch von ihm schon gehört, ob es die Anschläge in Hoyerswerda in Mölln in den 90er Jahren sind, die Selbstenttarnung des NSU 2011 oder die rassistisch motivierten Anschläge von Halle 2019 oder Hanau 2020. Die TäterInnen mordeten, weil Rassismus und Antisemitismus ihr Denken bestimmte. Und wir sprechen in Deutschland schon einige Jahre darüber. Wir haben das von Herrn Laschet und wir wissen es, wir haben es gehört, wir haben den Jahrestag des Anschlags von Hanau begangen. Und trotzdem braucht es Aufklärung, Sensibilisierung, Präventionsarbeit, darum auch die Internationalen Wochen gegen Rassismus, weil es immer noch zu wenig Aufmerksamkeit für das Thema gibt, viele nicht verstanden haben, verstehen wollen, sich nicht betroffen. In Zeiten aber, in denen auch der Widerstand wächst, wie da also solidarisch sein? Und darüber, über diese Frage möchte ich jetzt gerne mit meinen Gästinnen sprechen unter der Überschrift Wege zu einem solidarischen Miteinander. Und ich beginne mit einer Einstiegsrunde, mit einer kurzen Vorstellung der Gästinnen, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Jagoda Marinic, herzlich willkommen. Sie studierte Politikwissenschaften, Germanistik und Anglistik. Sie schreibt Erzählungen, Theaterstücke, Essays und Romane. Lebte und arbeitete an vielen Orten dieser Welt und in Heidelberg gründete sie ein interkulturelles Zentrum. Und Sie kennen sie auch als Vorsitzende der Stiftung der Internationalen Wochen gegen Rassismus. 2016 erschien ihr Roman Made in Germany, Was ist Deutsch in Deutschland? Und 2019 die Essaysammlung Sheroes, neue Heldinnen braucht das Land. Darin fordert sie, dass Deutschland nicht länger, Zitat, Zaungast in der wichtigsten feministischen Debatte der letzten Jahrzehnte sein soll. Solidarität, finde ich, ist ein sehr großes Wort. Um sie zu leben, braucht es meines Erachtens auch eine gemeinsame Definition, Frau Marinic. Was verstehen Sie denn unter Solidarität? Machen Sie bitte das Mikro an. Gute Frage. Ich habe nämlich angesichts der ganzen Debatten der letzten Wochen nochmal neu über dieses Schlagwort nachgedacht, Solidarität. Gemeint war mal tatsächlich das, was man früher den Schulterschluss nannte. Also das, was intersektional ist, dass unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Menschen, ganz gleich wie betroffen, solidarisch gemeinsam für bestimmte Werte einstehen. Und ich glaube, das stimmt auch jetzt noch als Ziel, dass wir sozusagen viele brauchen, um in einer Demokratie voranzukommen. Demokratie lebt von Mehrheiten. Und gleichzeitig ist es ein Begriff, den ich doch gern auch ein bisschen kritisch abklopfen möchte, so im Laufe unseres Gesprächs. Dazu also gleich mehr, das kritische Abklopfen. Ich begrüße Herrn Abraham Lehrer. Er ist Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Vorstandsmitglied der Synagogengemeinde Köln, Vorstandsvorsitzender der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Außerdem arbeitet er, also unter anderem, aktiv am Erhalt einer Erinnerungskultur, was beispielsweise den Umgang mit der Gedenkstätte Auschwitz angeht. 2018 gründete er den Verein 321, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das wir dieses Jahr begehen. Der Verein setzt bei seiner Idee, bei der Umsetzung dieses Jahrestages auf die Betonung der Verbundenheit zwischen Juden, Jüdinnen und Nicht-Juden, Jüdinnen. Und dass die jüdische Geschichte eben nicht auf so eine Opferperspektive verengt wird, wie es so oft geschieht. Für sein Engagement wurde er 2012 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Schön, dass Sie da sind. Ist von einem solidarischen Gedanken geprägt. Und wir haben es gerade von Frau Marinic gehört. Sie hat eine gewisse Reflexionsarbeit mit dem Begriff betrieben. Was bedeutet das denn für Sie, Solidarität? Also solidarisch können Menschen zueinander sein, die eine gewisse Grundeinstellung in sich tragen.
jemand, der als Rassist groß geworden ist oder sich zum Rassist gewandelt hat, wird es schwerfallen, wirklich solidarisch mit dem anderen Menschen in seiner Gesellschaft zu sein. Er wird vielleicht kleine Teile in seinem Umfeld solidarisch behandeln, aber wirklich solidarisch in unserem Sinne wird es ihm sehr, sehr schwerfallen, sich entsprechend zu verhalten. Ich möchte vielleicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ich glaube, wir haben in den Worten von Ministerpräsident Laschet und auch bei Petra Roth, der Bundestagsvizepräsidentin, klang es an, dass Bildung ein wesentlicher Pfeiler von der Bekämpfung von Rassismus ist. Und ich glaube, dass das richtig ist, aber wir müssen diesen Pfeiler viel weiter ausbauen und viel mehr an die Schulen, auch schon an Grundschulen bringen. Menschenrechte ist etwas, was, glaube ich, auch schon in der Grundschule gelehrt und vermittelt werden kann, weil sonst werden wir immer wieder Fälle haben, wo wir diesen Prozess der Entsensibilisierung für Menschenrechte verlieren werden und solche schlimmen Attentate gewärtigt sein müssen. Also deswegen mein Credo: Wir müssen viel intensiver, viel früher an die Schulen und dort mit Solidarität beginnen. Vielen Dank. Also Solidarität früh üben, um ein echtes Verständnis dafür aufzubauen. Und ich begrüße den dritten Gast in der Runde, Herbert Prantl. Er hat Recht, Geschichte und Philosophie studiert, arbeitete lange als Richter, dann Staatsanwalt in Bayern, bevor er dann 25 Jahre lang Ressortleiter in der Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung wurde, später Leiter des Ressorts Meinung und 8 Jahre auch Mitglied der Chefredaktion war. Heute ist er Kolumnist und Autor in der SZ und lehrt als Honorarprofessor für Rechtswissenschaften an der Uni Bielefeld. Er hat einige Bücher geschrieben und ich nenne die Titel seiner 2 jüngsten politischen Bücher. Sie tragen den Titel Gebrauchsanweisung für Populisten und vom großen und kleinen Widerstand. Und natürlich möchte ich auch von Ihnen gerne wissen, was verstehen Sie unter Solidarität? Unter Solidarität verstehe ich, dass wir uns für die Grund- und für die Menschenrechte einsetzen. Dass wir verstehen, dass Grundrechte keine Privilegien sind, wie wir es in diesen Tagen oft hören, dass man sich durch ein bestimmtes Handeln die Grundrechte wieder verdienen könne, zum Beispiel jetzt durch Impfen. Solidarität ist für mich das gemeinsame Bewusstsein, dass die Grundrechte, wie wir sie im Grundrechtekatalog unserer Verfassung haben, im Artikel 1 bis 19, wie wir sie in der Europäischen Menschenrechtscharta haben, dass es Dinge sind, die dem Menschen als Mensch zustehen und dass diese Grundrechte nicht eine Last sind, die man in Notzeiten wegräumen muss, sondern dass die gerade in Notzeiten, in Katastrophenzeiten, in Pandemien, im Zusammenhang mit terroristischen Gewaltakten, die Wegweiser sind, wie man in diesen Zeiten handeln soll. Das heißt, es geht nicht darum, Grundrechte klein zu machen, um durch die Katastrophen, durch die Krisen zu kommen, sondern es geht darum, Grundrechte zu beachten und auf diese Art und Weise Krisen zu bestehen. Dieses Bewusstsein ist für mich der Beginn von Solidarität. Ja, vielen Dank. Ich finde es interessant, Sie alle haben das Wort gemeinsam benutzt und Sie alle haben in einer gewissen Form von Grundeinstellung, Bewusstsein, Schulterschluss in einem intersektionalen Sinne, sagten Sie, Frau Marinitsch. Bevor ich auf das Kritische gehe, Herr Prantl, nochmal die Rückfrage. Sie sagten jetzt in Notzeiten, also wenn wir uns die Kontinuität rassistisch motivierter Gewalt oder antisemitischer Gewalt anschauen, dann ist das eine lange, lange, lange Liste. Brauchen wir drastische Ereignisse als Gesellschaft, um solidarisch zu sein oder um uns daran zu erinnern? Nun, ich weiß ja gar nicht, ob wir drastische Ereignisse brauchen, um uns der Gemeinsamkeiten zu erinnern. Die drastische Zeit, die wir momentan erleben, führt ja dazu, dass wir die Grundrechte in Frage stellen. Für mich sind die Grundrechte, und die Grundrechte sind für mich ein zentraler Begriff, wenn es um Solidarität geht.
Die Grundrechte sind ja kein Lutschbonbon für tolle Zeiten, sondern die Grundrechte sind, ich habe vorher gesagt, Wegweiser. Ich rede gerne in Bildern, weil es so plastisch wird. Ich kann auch sagen, die Grundrechte sind ein Leuchtturm. Und ich kann doch nicht dann, wenn ich den Leuchtturm besonders notwendig brauche, das Licht dieses Leuchtturms herunterdimmen oder gar ausschalten. Ich glaube, Ihre Frage muss man ein bisschen umdrehen. Man braucht keine katastrophalen Zeiten, man braucht keine oder jedenfalls nicht immer besonders drastische Erlebnisse, um sich des Werts der Grundrechte zu erinnern. Sondern ich muss es lernen, dass Grundrechte Alltagsbegleiter sind. Und dann bin ich auch beim Rassismus. Oder bei dem, was wir Rassismus nennen, den Begriff. Wir haben ja gerade zu den diesjährigen Tagen gegen Rassismus das schöne Erlebnis, dass wir das Grundgesetz höchstwahrscheinlich endlich ändern dürfen, dass der Begriff Rasse daraus verschwindet. Für mich ist das Grundrechtsbewusstsein als alltägliches Bewusstsein wichtig. Als alltägliches Bewusstsein, dass ich auch im Alltag mir dessen bewusst werde und bewusst bin, wie katastrophal sich rassistisches Denken auf das Miteinander der Menschen auswirkt. Das ist ein interessanter Gedanke, dieses Thema Grundrechte und natürlich alltägliches Bewusstsein zusammenzubringen. Ich würde behaupten, ein Grundrechteverständnis muss man an bestimmten Stellen tatsächlich lernen. Das ist das, was ja auch Herr Lehrer angesprochen hat, früh. Frau Marinitsch, Sie hätten jetzt vorhin, haben Sie ja gesagt, der Schulterschluss, der war eigentlich da und was Sie unter Solidarität verstanden haben. Und ich würde da gerne anknüpfen an das, was Herr Prantl gesagt hat. Wie lerne ich das denn wieder, wenn dieses alltägliche Bewusstsein, das Herr Prantl auch anspricht, eigentlich den Grundbaustein darstellt, um dann nicht nur Rassismus zu erkennen, sondern auch um solidarisch zu sein? Weil Rassismus wird nicht weggehen. Der ist ja schon lange da und wird wohl auch bleiben, genau wie der Antisemitismus. Die Frage ist, wie wir umgehen. Ich weiß nicht, ob ich weiß, wie man es wieder lernt, weil das doch auch echt pädagogische Fragen sind. Ich glaube, dass das schon zu tun hat mit dieser Vereinzelung der letzten Jahrzehnte, also auch der Ideologie des Ich, der Ich-AG, der Ich muss überleben und dass jeder angefangen hat, verstärkt nach sich zu gucken. Also ich denke, wir müssen uns schon auch fragen, wie man wieder die Menschen so absichert, dass sie an einen Punkt kommen, von dem sie sagen, ich habe eigentlich die Sicherheit, auch für andere zu sorgen. Also wenn wir sagen, wir wollen Empathie, dann braucht der Mensch vielleicht auch irgendwo ein Grundbedürfnis von Sicherheit, dass er sagt, ich stehe ja sicher und kann diese Empathie für andere empfinden. Ich glaube, dass wir es trainieren müssen, so diese Empathie füreinander, dieses, das mich angeht, was dem anderen widerfährt. Was mich im Moment eben so ein bisschen irritiert, und deswegen wollte ich auch über diesen Begriff Solidarität nachdenken, es gibt gerade eine Debatte, und gerade wenn wir von Rassismus reden, dass wenn jene laut werden, die von Rassismus betroffen sind, dass wir an einem Punkt sind, dass viele sagen, ah, Moment, jetzt seid ihr zu laut. Und auf eine Art, wir wollen euch schon zuhören, aber bitte nicht in der Tonart. In der Tonart geht es irgendwie nicht gut. Und ich denke, wenn wir von Solidarität im Bereich Rassismus sprechen, dann ist es wichtig, dass wir uns schon klar machen, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, für die ist Rassismus ein Wort, eine Theorie, ein Konzept. Und auch wenn sie Empathie haben, ist es keine emotionale Erfahrung, die sie als Person geprägt hat. Und auf der anderen Seite sind jene, die diese Erfahrungen in sich haben und für die natürlich auch die Konzepte wichtig sind, um sozusagen sich davon auch wieder zu lösen und vielleicht auch Herr zu werden. Aber es sprechen zwei völlig unterschiedliche Positionen. Und selbst wenn Leute empathisch sind und wohlwollend, sind sie vielleicht nicht in der Lage dazu, das in der Form nachzuempfinden, wie sie meinen, wie es ist. Und dann entstehen für mich auch so Debatten, wie wir jetzt Miss Thierse hatten, der irgendwie sagt, ich war doch auch ein Bürgerrechtskämpfer, warum seid ihr jetzt eigentlich so über die Grenze hinweg? Und ich wollte eigentlich dafür plädieren, dass wir uns schon auch wieder lernen zuzutrauen, eine Auseinandersetzung zu führen und auch mal härter miteinander zu sein, respektvoll, aber härter. Ich glaube, dafür hat er auch plädiert, aber er hat im
selben Atemzug auch davon gesprochen, dass die anderen halt zu hart sind. Und ich denke, das ist gerade so eine Phase, die wir aushalten müssen, weil ich, Claudia Roth hat Hanau erwähnt, es ist eine Jugend, die ganz Jungen, die denken, es hätte meine Schwester, mein Bruder sein können, die da erschossen wurden. Die kriegen mit, die Eltern werden von den Verwaltungen alleingelassen. Also hier ist eine Jugend, ich habe die am Gedenktag zu Hanau auf den Marktplätzen gesehen, die schreit sich hier gerade was aus dem Leib. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung, dieser Jugend etwas anzubieten, wie sie Teil der Gesellschaft werden können, ohne sich nur in dieser Wut zu verlieren. Denn es gibt durchaus viel Grund für diese Wut. Nicht für alle, aber für einige. Und dass man Solidarität für mich heißen würde, auch gemeinsam durch so eine Wutphase zu gehen, die aber auch einschließen könnte, die Wut und Unterdrückungserfahrungen der Elterngeneration mal anders aufzuarbeiten, mutiger von strukturellem Rassismus zu reden und nicht immer nur von individuellem Rassismus. Und das nochmal anders anzupacken, dass nicht die Minderheiten plötzlich zuständig sind, die Mehrheitsgesellschaft aufzuklären, als würde das die OECD nicht schon seit Jahrzehnten tun, den Menschen zu erklären, was struktureller Rassismus ist im Schulsystem, in den Verwaltungen und so weiter. Ja, vielen Dank für den. Das ist ja eine große Brücke. Also das eine ist sozusagen, dass wir auch gar keine Rassismusdefinition in dem Sinne haben, ein gemeinsames Grundverständnis auf politischer Ebene, wo man dann eben auseinanderdröseln könnte, das Strukturelle, das Individuelle, das Alltägliche. Es ist ja auch das eine, die Rassismusforschung zu betrachten, das andere, das alltägliche Erleben von Rassismus, wie zum Beispiel in Hanau. Und Sie haben mir gerade die Brücke geschlagen, Frau Marinitsch, deswegen nochmal eine Rückfrage, nämlich, das sind ja so Stichworte wie Deutungshoheit, Repräsentation. Ich sehe auch eine Art Generationenkonflikt, den kann man diskutieren im Sinne von, es hat es ja auch schon immer gegeben, die Jüngeren wollen was anderes als die sogenannten Älteren politisch. Und wir haben eine große Mainstream- und Feuilleton-Debatte über die sogenannte Identitätspolitik. Sie sehr, also von der einen Seite vielleicht differenziert und auf der anderen Seite sehr undifferenziert geführt wird. Aber es klingt definitiv für mich nicht nach einem Weg der vielen oder dieser Solidarität, des Schulterschlusses oder einer, der sich an Grundrechten orientieren würde. Wie würde denn ein besseres Verhandeln funktionieren? Sie sagten eben, das muss es auch vielleicht mal laut sein. Aber Verhandeln auf Augenhöhe für das solidarische Miteinander, wie geht das in diesen Zeiten, wo es so hart wird? Also mein Wunsch wäre, einfach wegzukommen von, wir haben uns jetzt festgebissen, Identitätspolitik, und das sind dann die anderen, die eine Herkunft haben, die für die Mehrheitsgesellschaft nicht vertraut ist. Also im Grunde ist es wieder die alte Spaltung. Hier ist eine Mehrheitsgesellschaft, die hat eine, Anführungsstrichen, Normalität, und die anderen sind markiert und die haben Identitätspolitik. Und ich denke, es wäre ein wichtiger Schritt, dass wir jetzt wieder herauskommen und verstehen, jeder hat eine Identität, wir sind eine Vielheit. Und mehr von Teilhabepolitik zu sprechen. Also jeder hat bestimmte Bedürfnisse nach Teilhabe, jeder hat auch andere Bedürfnisse. Wie sorgen wir dafür, dass die Gesellschaft zugänglich wird für diese unterschiedlichen Bedürfnisse und unterschiedlichen Hindernisse? Also ich glaube, dass es jetzt, das haben wir auch schon lange diskutiert, wir brauchen jetzt nicht alle das Gleiche, sondern dass man tatsächlich anfängt, ein richtiges, ja, die Vielheit richtig zusammenzubringen zu einem großen Ganzen. Ich glaube, auch Ziele zu formulieren, wo wollen wir eigentlich als Gesellschaft gemeinsam hin? Also man sprach früher mal von Leitbildern. Wie weit kann das gehen? Heribert Prantl spricht immer von den Grundrechten. Ja? Also wie intensiv haben wir die eigentlich verinnerlicht? Wie sehr können wir uns darauf einigen, dass das ist, wofür wir als Gesellschaft gemeinsam kämpfen? Und ich glaube, es geht über Bildung, darüber haben wir am Anfang geredet, aber es geht auch durch Räume für Gesellschaft, und die sind aber seit einem Jahr im Moment nicht mehr gemeinsam begehbar. Also ich glaube, ein Grund für die Polarisierungen im Moment und die aufgeheizte Stimmung, dass es diese realen Begegnungen, dass Menschen sich treffen, in die Augen sehen, nicht nur über soziale Medien, die ja auch Algorithmen haben, die uns noch wütender machen, sondern tatsächlich durch Interaktion wieder so ein Gemeinschaftsgefühl erleben. Und etwas nur Gesprochenes, nur Geschriebenes wirkt anders, wenn ich vor jemandem sitze und das mit ihm aushandeln kann. Ich glaube, wir brauchen diese Räume, und man kann sie nicht einfach ins Digitale verlegen. Also die Konfrontation miteinander. Ja. Danke, Herr Lehrer. Das passt so gut. Das Stichwort von Frau Marinitsch, neue Räume, die nicht begehbar sind. Sie haben im Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland einiges an Programmen, einiges an Ideen entwickelt, andere Räume, neue Räume zu schaffen. Ich habe es bereits angesprochen. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie
wie, ich zitiere, Rattenfänger und Verschwörungstheoretiker wirken könnten. Sie wollen das Verbinden und nicht das Trennende betonen. Und ich sehe auch aus meiner Perspektive, die ich das Thema verfolge, gerade auch eine jüdische junge Generation, ich nenne Namen wie Max Czollek oder Kasses, die auch dieses Thema Intersektionalität, das Frau Marinic angesprochen hat, eben auch eben auf die Bühne bringen, zum Beispiel in eine andere verbale Ausdrucksweise, nicht nur schreiend, neue Formen finden. Was können wir denn von so einer jungen Generation lernen? Also ich glaube, wir können von der jungen Generation in der Beziehung wirklich sehr, sehr viel lernen. Es ist vor allen Dingen die Möglichkeit, sich an bestimmte Themen von einer anderen Position aus heranzubewegen, heranzumanövrieren und sie zu betrachten und sie zu untersuchen. Wenn wir die Namen, die Sie genannt haben, uns anschauen, sind das, glaube ich, wirklich Paradebeispiele für eine junge Generation, für Vertreter der jungen Generation, die genau das schaffen, auch den Älteren einen Weg aufzuzeigen, der es uns ermöglicht, diese Grundwerte, diese wenigen so deutlich nach außen tragen können, dass diese wenigen ein Vorbild für die Mehrheit der älteren Teile unserer Gesellschaft sind, aber auch vor allen Dingen auch ein Vorbild sein können für die Teile der jungen Gesellschaft, der Anteile der Gesellschaft, die diese Werte nicht mehr so schätzen gelernt haben. Ich wiederhole das nochmal absichtlich und die damit natürlich diesem Staat, dieser Gesellschaft äußerst kritisch gegenüberstehen. Also da haben wir mit ich sage nochmal, mit den Namen, die Sie genannt haben und vielen anderen, haben wir ein wunderbares Beispiel, wie wir an solche Probleme herantreten können. Also ich habe mir die Schlagwörter Brückenbauer zwischen Generationen, aber auch die abholen, die es noch nicht verstanden haben. Also dass einfach diese Suche nach immer neuen Möglichkeiten. Herr Prantl, nach dem Anschlag und dem Urteil von Halle, dem Jahrestag von Hanau im Rücken. Und Sie haben diese Grundrechte betont und ich möchte auch dabei bleiben und das nochmal ein bisschen auseinanderdröseln, auch mit der Rückfrage von Frau Marinic. Wie diese Grundrechte vermitteln, wie vielleicht auch als ein Transmitter über diese jüngere Generation, die ja mit neuen Zugängen auch und neuen Ideen, wie ich finde, antritt, um zu sagen, wir müssen Gesellschaft der vielen noch einmal überdenken aufgrund unserer Geschichte zum Beispiel auch. Ja gut, Frau Marinic hat ja recht. Momentan tun wir uns wirklich schwer in diesen Pandemiezeiten, bei der das soziale Distanz zum großen Motto geworden ist. Demokratie besteht darin, soziale Distanz zu überwinden. Und wir lernen Grundrechte bei der Überwindung sozialer Distanz. Und wir lernen Grundrechte nicht, wenn wir die Hefte der Bundeszentrale für politische Bildung lesen, sondern wir lernen Demokratie in der Aktion. Wir lernen Demokratie, wir lernen Grundrechte auf der Straße, wir lernen sie beim Demonstrieren, wir lernen sie beim Einsetzen, beim uns Einsetzen für bestimmte Ziele. Wir lernen sie, wenn wir uns darüber streiten, ob das Wort Rasse aus dem Grundgesetz verschwinden soll. Es gibt viele Wohlmeinende, auch der Ministerpräsident Armin Laschet gehört zu den Wohlmeinenden. Und er hat trotzdem vorher das Wort Rassendiskriminierung gebraucht. Ich finde das Wort Rassendiskriminierung falsch. Warum finde ich es falsch? Weil es voraussetzt, dass es Rassen gibt. Die Tatsache, dass man das Wort Rasse gebraucht und dass man so tut, als gäbe es Rassen, gehört zu den schlimmsten Fake News, die es gibt. Es gibt keine Rassen. Deswegen müssen wir auch ein Wort wie Rassendiskriminierung tilgen. Wir müssen uns überlegen, welche Formulierung wir stattdessen gebrauchen. Und wir haben im Grundgesetz oder in Zukunft des Grundgesetzes eine Formulierung gefunden, die wahrscheinlich sehr viel vernünftiger ist als die jetzige. Und ich denke, in solchen Debatten, auch in den Identitätsdebatten, die Jagoda Marinic angesprochen hat, lernen wir Demokratie, lernen wir, was Grundrechte sind. Demokratie und Grundrechte muss man lernen. Die Demokratie ist nicht im Jahr 49 mit dem Grundgesetz vom Himmel gefallen und dann für immer da, sondern jede Generation muss sie
oder muss die Grundrechte, muss die Demokratie neu lernen und auch die jeweiligen Generationen müssen sie immer wieder lernen. Im Prinzip lernt man Demokratie und Grundrechte jeden Tag. Auch der kleine Versuch, den wir hier gerade machen, ist Demokratie und Grundrechte lernen. Ich würde gerne eine Sache aufgreifen, Herr Prantl, die Sie gerade gesagt haben, weil Sie Identitätspolitik und Sprache zusammengebracht hatten und das ist natürlich das heiße Thema. Ich würde noch kurz behauptend in die Runde stellen, Identitätspolitik, wenn es sie denn gibt, betreiben alle, also nicht nur diese vermeintlichen Minderheiten, die jetzt aufrufen, sondern vielleicht auch, ich stelle es in den Raum, diejenigen, die vorher bestimmt haben, wie es zu sein hat. Und ein Merkmal oder ein Feld, auf dem sich diese Debatte ja abspielt, ist die Sprache und Formulierung. Deswegen vielleicht haben Sie alle nur kurz gefragt, wie wichtig ist denn die gemeinsame Aushandlung einer Sprache in unserer Gesellschaft, wie wir miteinander sprechen wollen, wie wir miteinander übereinander sprechen wollen, für ein solidarisches Verständnis füreinander. Vielleicht. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Und dieses Aushandeln gehört zum täglich Demokratie und zum täglich Grundrechte lernen, von dem ich eben gesprochen habe. Es setzt allerdings was voraus, dass ich denjenigen, der anderer Meinung ist, nicht gleich als Idioten abqualifiziere und als jemanden, mit dem man eigentlich nicht reden kann, weil er das Tuten und Blasen, weil er nichts versteht. Ich denke, man muss mit einem gewissen Respekt auch in dieser Debatte miteinander umgehen. Das gehört zum Miteinander, das wir jetzt seit einer halben Stunde beschwören. Das gehört zum Demokratielernen und das gehört mit zum Grundrechte praktizieren. Es geht um einen gemeinsamen Weg in die Zukunft und den Weg lernt man nicht damit, dass ich den anderen zum Idioten und zum Deppen erkläre, sondern dass ich mir den erstmal anhöre und dann frage, könnte an dem Argumentieren des anderen was dran sein? Und dann diskutiert man miteinander. So beginnt Demokratie. Herr Lehrer, Sie nicken so eifrig. Was möchten Sie? Was ist Ihre Meinung? Eine gemeinsame Sprache für ein solidarisches Miteinander, brauchen wir die? Wir brauchen natürlich eine gemeinsame Sprache und die Ausdrucksform, so wie Herr Prantl das dargestellt hat, ist natürlich wirklich existenziell wichtig. Aber ich glaube, wir müssen uns bei bestimmten Dingen einfach auch ein bisschen Zeit geben, damit Sprache, die sich in der Vergangenheit, so habe ich es mal in der Schule gelernt, über Jahrhunderte entwickelt hat. Und wenn wir jetzt kommen und sagen, wir streichen bestimmte Wörter, dann ist das vom Grundansatz her richtig, Herr Professor Prantl. Aber ich glaube, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir müssen ihm ein bisschen Spielraum und Zeit geben, dass er sich daran gewöhnt und dass das sich in der Sprache ja realisiert, was wir alle gemeinsam schaffen wollen, wenn wir sagen, wir wollen das Grundgesetz in der Hinsicht ändern. Da bin ich 100% bei Ihnen. Aber ich glaube, wir müssen uns selber da einfach mehr Zeit geben, das ja wirklich werden zu lassen. Aber das Wesentlichste für mich ist, dass es fängt an über Grundgesetzänderungen. Es setzt sich fort über Wahlen zu Landtagsparlamenten, zu Bundestagssitzen. Aber es fängt, glaube ich, schon als allererstes irgendwo an, wenn wir haben inkludierte Klassen in unseren Schulen. Wenn also dann im Sportunterricht die Wahl der beiden Fußballmannschaften, der beiden Handballmannschaften, der beiden Basketballmannschaften ansteht, wen nehme ich denn in meine Mannschaft rein? Nehme ich den, der dafür gut ist, dafür garantiert, dass ich viele Tore, Körbe und so etwas bekomme, also damit ich auf die Gewinnerstraße komme? Oder ist es wesentlich, dass ich den Kindern vermittle, dass Solidarität auch etwas damit zu tun hat, dass man auch die Schwächeren in eine Mannschaft mit reinnimmt und denen dafür die Möglichkeit gibt, sich zu realisieren, Spaß zu haben, mitzuwirken an einem Sieg oder an einer Niederlage, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wesentlich ist, glaube ich, dass wir ganz, ganz früh unseren, ich sage es nochmal, Kindern etwas vermitteln, was sind die Grundwerte, die wir alle gemeinsam haben. Nur wenn wir das schaffen,
dann werden wir auch schaffen, die Solidarität, über die wir uns wünschen, dass sie Einzug hält in unsere Gesellschaft, die wir anstreben mit Änderungen im Grundgesetz, mit Änderungen in der Sprache. Nur dann werden wir damit Erfolg haben. Es ist interessant, was Sie sagen, Herr Lehrer, wenn ich höre, sozusagen Zeit geben, dann würde es andere Stimmen geben, die würden sagen, es ist höchste Zeit, wir haben schon lange darüber gesprochen, gleichzeitig Kindern die Grundwerte vermitteln und ich gebe dir mal die Überschrift, eine Art, also was ist das dann, was ist das, gibt es sowas wie eine neue Norm, würde die Jugend so sprechen wollen und damit leite ich über an Sie, Frau Marinitsch, wenn wir über Sprache sprechen, und aus intersektionaler Perspektive, die Sie vorhin angesprochen haben, was ja bedeutet, mehrfach Diskriminierungen zu sehen, also nicht nur das eine Merkmal, sondern Menschen können verschiedene Diskriminierungsmerkmale in einer Person tragen. Wie wichtig ist Sprache, nochmal, damit Sie alle diese Frage haben, in einer Aushandlung von gemeinsam, solidarisch und von mir aus auch mit gemeinsamen Grundwerten, die auch ein großes Wort sind? Aber da bin ich jetzt eher unzeitgemäß. Also ich finde schon, dass Sprache wichtig ist, aber ich habe keinen Konsens, so wie viele derzeit, dass ich hauptsächlich über die Inklusion in der Sprache, also ich glaube eben nicht, dass, weil wir jetzt MinisterpräsidentInnen sagen, dass wir deswegen schneller MinisterpräsidentInnen haben, denn faktisch macht das für mich im Moment unsichtbar, dass es vor allem Männer sind. Also im Moment, natürlich ist die Theorie, dass je mehr wir das verwenden, desto mehr bringen wir die Menschen durch die Sprache in die Gegenwart. Im Moment erlebe ich oft manchmal das Gegenteil, dass ich eigentlich so einen Block habe von Homogenität und mit der Sprache diversifiziere und das Gefühl habe, eigentlich greife ich voraus und verleugne auch, wie wenig divers es ist. Also das ist der Take, wo ich im Moment die größten Fragen habe, auch beim Reden über Minderheiten. Wir haben über Solidarität gesprochen und Schwächere mitnehmen. Es gibt hier, glaube ich, große Gruppen, die bei der Bezeichnung, die in akademischen Kontexten üblich ist, von POC bis BPOC, das sind logische Theorien. Man muss aber viel darüber wissen. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt aus vielen Schichten, die von Rassismus betroffen sind, aber sich in dem Wording nicht wiederfinden. Das heißt, für mich heißt Sprache im Moment erstmal, die Menschen einen Raum zu schaffen, wo die Menschen authentisch sprechen können, also nach den jetzt jüngst wieder zum Jahrestag von Hanau hat einer der Freunde, die in der Shisha-Bar in Hanau waren, ein Video gedreht und online gestellt. Ich glaube, er hat keines der Worte verwendet, mit denen wir gerade auch meinen, für Öffnungen zu kämpfen und trotzdem mit seinem Plädoyer unglaublich viele Menschen berührt und erreicht. Ich glaube, dass wir lernen müssen, so von der Sprache der Öffnung überhaupt, also Emotionen zurückzubringen. Also wir sind eine Gesellschaft, die redet sehr bürokratisch, sehr technokratisch. Wir haben viele Menschen, haben das Gefühl, sind eigentlich Projektleiter, wenn sie ihre Anliegen vortragen, so, weil es ist nicht alles ein Projekt. Und wie kommen wir überhaupt wieder zu einer für mich humaneren Sprache? Und das wird auch nicht dadurch geschehen, dass wir jetzt soziologische Konstrukte in den Alltagsgebrauch herüberziehen, weil das eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde des Fehlers des Begriffs Migrationshintergrund war, dass man mit solchen verwaltungs- und technisch nützlichen Begriffen plötzlich in der mitten der Gesellschaft war. Also ich wünsche mir einfach, dass wir mehr demokratischen Dialog haben, mehr offenen Dialog und dass dadurch vielleicht nochmal eine andere Sprache entsteht und auch eine Wut. Also wir wollen die manchmal nicht und wir wollen immer alles friedlich und nicht. Aber Repräsentation, es gibt keinen gesellschaftlichen Wandel, der nicht ohne Wut erkämpft wurde. Vielleicht ganz wenige, aber die Regel ist die Wut. Und wenn man das nicht zum Ausdruck bringt und sich daran nicht irgendwas entlädt, wird sich auch nichts verändern, weil wo soll der Druck herkommen? Also ich denke, dass man die Wut der Jüngeren, sei das jetzt von mir aus am Aspekt Sprache, weil da ist im Moment der größte Battleground. Ich habe nur das Gefühl, dass man in dem Kampf um Sprache so viele andere Felder gerade verliert, wo man vielleicht größere Mehrheiten haben könnte, gerade in so einer Krise wie jetzt Corona ist, weil einfach Sprache das Polemischste, das, was die Leute am schnellsten aufregt, weil es jeder verwendet. Und wenn wir aber manchmal pragmatischere Punkte besprechen würden, die das Leben aller verbessern würden, würde man dann wieder vielleicht zu einer breiteren Solidarität finden. Das ist so manchmal meine Vision. Und ich möchte mich eigentlich nicht so bezeichnen, wie die Forschung über mich nachdenkt. Und ich glaube, dass das viele Menschen nicht möchten. Und für mich wäre so, wie finde ich eigentlich wieder zurück zu einer organischeren Sprechen und wie viel Bezeichnung brauche ich überhaupt? Also muss ich immer qua Sprache
Also die anderen bezeichnen mich ja schon und dann eile ich dem voraus. Also ich, für mich ist das alles noch überhaupt nicht ausgehandelt, wohin das mit der Sprache läuft und geht. Was ja vielleicht auch ein Zeichen darüber ist, dass es einfach noch so viel Redebedarf gibt, weil eben nicht gesprochen wurde, damit die Bezeichneten sich selber rechnen können und das individuell tut. Darf ich eine Frage an Frau Marinit stellen? Würden Sie sagen, die Sprache in den Social Media ist diese emotionale Sprache, die, um die es Ihnen geht? Nee, in Social Media gibt es für mich so ein bisschen so eine Fake-Emotionalität. Also da gibt es irgendwie so, ich liebe, alles hat ja konstruiert mit diesen Herzchen. Ne? Wir lieben ja ganz schnell. Es ist einerseits schön, aber es ist auch so eine simulierte Empfindung. Und genauso auf Instagram noch bildreicher, noch simulierter, noch perfekter. Aber es hat auch was Schönes. Und eben umgekehrt die Tendenz zur Verrohung. Also ich glaube, dass das beides hat. Ich glaube, wirklich im Moment fehlt das, was ja manche auch probiert haben, als Black Lives Matter war, dass man doch miteinander auf die Straße geht, Distanz hält und aufpasst und aber spürt, dass da so ein gemeinschaftliches, ein Gesellschaftskörper, dass es den gibt. Wir sagen ja immer, was ist überhaupt eine Gesellschaft? Aber wenn man einmal mit 600 Leuten in einem Raum stand und man Musik hört oder eine gute Rede hört oder ein gutes Buch hört, ist es eben was ganz anderes, als es alleine zu tun. Ich glaube, da spürt man plötzlich, was Gemeinschaft sein kann. Und das findet dann oft auch dann eine Sprache und einen Ausdruck, der eben nicht so plakativ ist. Und auch die sozialen Medien, das ist ja auch ein ökonomisches Konstrukt. Also die verführen uns ja auch zu einer bestimmten Sprechweise. Ich glaube nicht, dass uns das per se befreit, aber es gibt viele emanzipatorische Momente. Also es gibt vielen Menschen eine Stimme, die in den traditionellen Kanälen sie vielleicht nicht gehabt haben. Ich würde eigentlich gerne das Wort Wut, das Jagoda Marinic gebraucht hat und sehr gelobt hat, ersetzen wollen. Mit Zorn. Ja, ich würde es wirklich gerne mit Zorn machen, weil der Zorn ist was Produktives. Die Wut ist mir zu ungerichtet, ist mir zu pauschal, ist mir zu draufdreschend. Der Zorn ist was Feines, der Zorn ist was Schönes, der Zorn erreicht etwas. Und aber ist auch so göttlich, der Zorn aber, Gottes, ja. Der Zorn Gottes, ich habe mal ein Buch geschrieben im Titel, ja. Aber Jagoda Marinic hat natürlich recht mit dem, mit der Bedeutung von Sprache. Sprache ist wichtig, aber Sprache transportiert ja nur eine bestimmte Haltung. Die Haltung, die dahinter steckt, ist natürlich viel wichtiger. Das hat sie ja mit dem Beispiel des Videos gesagt. Da drückt dieses Video in der Art und Weise, wie es aufgenommen wurde, wie authentisch geredet wird, eine Haltung aus. Und dann tritt Sprache zurück. Wenn ich die Haltung spüre, ist es gar nicht mehr so wesentlich, ob ich mit den Wörtern die aktuellen Codes richtig bediene. Ich denke, es kommt bei diesem Ringen um Grundrechte, bei dem Ringen um Demokratie, um die Haltung an, die ich bei diesem täglichen Ringen spüre. Die kann in der Sprache ihren Ausdruck finden, aber womöglich auch auf andere Art und Weise. Dann würde ich den Kreis an der Stelle abbinden und sagen, zu der Haltung, die definitiv wichtig ist und der Intention, aber auch, wenn es denn eine gute ist, dann würde sich das bestimmt in der Sprache abbilden, würden die einzigen, weil sie dann, wenn zum Beispiel konträre Situationen des Widerstands passieren, man miteinander darüber ins Gespräch kommt. Aber wir ja oft Situationen haben, in der es eher um Ausreden, Ausflüchte, gar kein Gespräch geht. Und zu den Social-Media-Aspekten würde ich auch noch denen eine Stimme geben, die sagen, was ich gesagt habe, Frau Marinic, es war der einzige Ort, an dem ich je sprechen konnte. Und hat auch was mit Jugend zu tun und auch mit einer neuen Entwicklung unserer Gesellschaft, die wir auch erst noch erfassen müssen. Aber es gibt so viel zu erfassen und Frau Marinic, Sie hatten das Wort Empathie gesagt. Und es gibt ja, um das abzubinden, das Gespräch, es gibt die kognitive und die emotionale Empathie. Ich fasse so ein bisschen zusammen, darüber sollten wir nachdenken. Wir haben Sachen gehört wie eine Sprachöffnung, die wir brauchen, Teilhabepolitiken, authentisches Zuhören, wenn gesprochen wird. Wie können wir gesellschaftliche Zugänge schaffen, die niedrigschwellig sind, habe ich gehört, und
die Vielheit für das große Ganze zu verstehen und zu vermitteln, schon bei den Jungen durch die Bildung, durch das Wichtigste, was unsere Demokratie zusammenhält, nämlich die Grundrechte, wie Herr Brandl sie immer wieder betonte, die übergeordnete Frage, wo wollen wir hin und wie holen wir einander ab? Und im besten Fall mit Respekt und Aushandlung. Das sind Dinge, die ich von Ihnen mitgenommen habe. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Runde, für das Gespräch, für alle VorrednerInnen. Und damit endet der Auftakt der diesjährigen Internationalen Wochen gegen Rassismus. Sie gehen jetzt los mit vielen Veranstaltungen, die anders laufen als geplant sind, in vielen digitalen Räumen. Trotzdem hoffe ich, dass viele Räume fürs Zuhören, fürs Mitnehmen, fürs Nachdenken, zu mehr Solidarität, zu neuer Solidarität gelingen. Und so wünsche ich den UN-Wochen alles Gute, Ihnen auch vor den Bildschirmen. Bleiben Sie gesund. Alles gut. Danke gleichfalls. Tschüss.